herzlich willkommen zu einer neuen Folge von historyheroes.de. Diesmal waren wir für euch auf Burg Höllenstein bei Stettin-Unterholstein für euch unterwegs. Seid gespannt, was wir dort erlebt haben. Die Ruine Höllenstein ist mit einer Fläche von ca. einem halben Hektar eine der größten Ruinen im weiten Umkreis. Das Adelsgeschlecht der Höllensteiner sind als Geschlecht des Niederadels ab etwa 1098 nachgewiesen und waren zumeist Ministerialien, also Ministeriale, das sind kriegsdienstverpflichtete, dienstadlige, ja, also niederer Adel. Es besteht Wappen- und Stammesgleichheit mit den Herren von Melchingen und Liechtenstein, ja, also ziemliche Verwandtschaft. Die Mauern, die wir im Folgenden sehen werden, stammen aus dem 12. und 13. Jahrhundert, was durch die Bautechnik belegbar ist. Hast du hier diesen Gebäuderest? Siehst du auch deutlich von hier auf die Mauer, wo es rauskam? Ja, genau. Das war ein großes Gebäude. Aha. Das muss wirklich sowas wie ein Palas gewesen sein von der Größe. Also der festliche, was heißt der herrschaftliche Wohnbau. Ja. Da auch noch Mauerreste und alles? Ja. Da hat einer gezündelt. Ja, wunderbar. Würde mich wundern, ich würde mich anwissen, was unter dem ganzen Schutt ist, wenn sich hier in die Mitte gehauen haben. Weil ich glaube nicht, dass das immer so war. Eine gute Frage. Müssen wir nachher nochmal auf den Plan gucken. Ja, also da die stand nur was von Mauerreste, wo auch zum Teil nachgemacht wurde. Ja, das haben sie gesichert, aber nicht so gut. Ja, mit Beton da drin. Das ist halt nichts fachmännisch, nicht machen sie, korrekt. Machen sie aber häufig. Weil, da sieht man, dass sie es nachgemacht haben sogar. Ja. Und da wird halt irgendwas runtergekullert sein, haben sie gesagt, oh Scheiße. Müssen wir sichern. Kacke, das wird aber wieder teuer. Jetzt mal schaut. Haben sie sogar noch so Stützen angebracht. Oh, oh. Das geht, nein, die alten, das sind keine Stützen. Das sind für Laufstege. Da hast du nochmal ein Brett oben drüber, damit du da laufen kannst. Ja, du hast recht. Nicht schlecht. Ah, hier ist nochmal. Nochmal Keramik. Ja, das wurde hier als Mulde angesprochen. Also vermutlich wird hier. Keller sein, ne? Richtig. Was oder ist das hier der Keller, was angesprochen haben? Das war links. Okay. Sind wir dran vorbei. Ja. Aber du siehst ziemlich große Steinreste oder Felsreste. Also hier wird irgendwas eingetieft worden sein. Ja, aber guck mal da drüben ganz kurz. Ja. Siehst du die Rundung? Wo es dann seitlich geht? Ich würde wetten, hier war ein Keller. Garantiert. Garantiert. Guck, hier war auch. Hier hast du wieder Fenster und alles. Ja, hier geht's dann raus, gefahren, ne? Also du kannst davon ausgehen, dass hier siehst du es auch relativ gut, dass hier eine Ebene drin war. Ja, aber leicht schräg. Du siehst. Ja. Auf jeden Fall war hier irgendwas drin. Ob das jetzt ein Wehrgang war, wegen dem Ding da oder was anderes, weiß ich nicht. Aber vermutlich von der Art und Weise her würde ich mal auf Gebäude tippen. Weil du hast da oben wiederum ungefähr 2 Meter höher die nächsten. Das wird passen. Ja, aber hier wurde viel nachgemacht. Das ist alles alter Beton, der da drin ist. Das ja. Ist die Fenster und alles, die haben sie viel frisch gemacht. Also das Fenster wird echt sein. Das Fenster, ja. Auch die Löcher. Ja, ist die Frage, aber guck dir das Mauerwerk an, da ist überall Beton drin. Ja, wie gesagt, das sind Sicherungsmaßnahmen. Das ist teilweise. Ich vermute ein bisschen von beiden. Sicherung und auch jeden. Aber wenn du es siehst, das könnte der Wehrgang gewesen sein, der hier hochläuft. Ja. Und hier gerade weiterläuft. Ja, klar. Und dann hast du hier die ganzen Reste. Das wird irgendwelches Material sein, was sie eingesammelt haben. Was runtergekommen ist. Ja. Schade. Bös. Ganz bös. So. Ja, jetzt aber ganz ordentlich was zusammengeschmissen. Hammer, Stein. Die Frage ist,
Ich vermute mal, das wird irgendein Felsvorsprung gewesen sein, den sie benutzt haben, da was drauf zu stellen. Also. Schräg. Vorsicht! Ja. Also du siehst auch, das sind dicke Felsbrocken hier. Ja. Das ist die Frage, sieht halt nicht behauen aus nach Werkstein, sondern wie die Mauern hier halt einfach zurechtgehauen und aufgeschichtet. Ja. Da weiß ich halt nicht, ob das hier in der Gegend üblich war. Das hier. Das sieht ja auch schräg aus. Hm? Der Fels da oben sieht auch schräg aus. Ja. Ja, genau. So. Da kommt man da hoch, oder? Da kommen wir um den Turm rum. Wir müssen hier hoch. Okay. So. Verrückt. Verrückt. Okay. Ist das hier in den Fels gehauen worden? Guckst hier. Das ist ja. Das wurde aus dem Felsen mal gehauen. Hier war mal was, was zusammengeschüttet ist. Einziges ist, dass wir jetzt hier hochklettern und mal von oben noch gucken. Sollen wir? Man legt nur einmal. Ich habe ja meine Kletterschuhe an. Oh Gott. Ja, hier war das. Das haben sie als natürliche Mauer zum Teil wahrscheinlich genutzt. Garantiert. Hier, wenn du hier siehst, du hast eine schöne Rundung raus. Nett. Ja. Schick gemacht. Wir wissen aus Quellen und Unterlagen aus jener Zeit, dass die Herren von Höllenstein eher zu den ärmeren Niederadelsgeschlechtern gehörten. So heißt es in manchen Quellen, dass man sich sogar die Leibeigenen habe teilen müssen. Mit dem letzten Höllensteiner, genannt Jakob, der im Bürger- bzw. Handwerkerstand unterging und als Erbe gerade mal 100 Gulden und eine breite Bettstatt erhält, erlischt das Adelsgeschlecht. Und nun zu ein paar Zahlen und Fakten. Erstmals erwähnt wird die Burg im Jahr 1098 in den Chroniken des Klosters Zwiefalten. 1304 stiftet Anselm von Höllenstein mehrere Güter, unter anderem eine erste urkundliche Erwähnung des heutigen Ortsteils Hirschwag von Stetten unter Holstein. Ja, das ist ein. Das kann sein, dass hier vielleicht ein Tunnel oder sowas war und hier entsprechend die Einfahrt, damit sie hier lagern konnten. Ja, das ist denkbar, dass das so war. Und du hast hier eine Menge Zeug, was hier ansteht. Wie ansteht? Viel durch Erosion frei, nochmal so Dachziegelreste. Das sieht aus wie Hüttenlehm. Jesus, was ist das denn? Ja, das wird aber alt sein. Das ist alt, das siehst du an der Art und Weise, wie es gebrannt ist. So brennst du heute nicht mehr. Das geht dann zu den Ausschuss. Ja. Dann gucke ich nochmal, ja, aber es kann auch Verwitterung vielleicht sein. Nicht? Ziegel ist sehr beständig. Doch, wir sind ausgelogen, die nach uns kommen. Oh, scheiße, ich habe natürlich die Taschenlampe hinten drin gelassen. Yay! Yeah. Haben sie alles mit Beton voll gemacht. Einen guten Restlichtverstärker für die Kamera. Ja, und wie du schon sagtest, man sieht das hier sehr gut. Gut mit Beton gesichert.
Anführungszeichen. Und das, hätte ich gesagt, ist frühestens 80er. Wenn nicht sogar 90er Jahre gewesen, gucken, wie gut der Beton noch ist. Mhm. Das ist noch nicht so lange her. Nö, das wird einsturzgefährdet gewesen sein. Ein Teil ist vielleicht auch schon runtergekracht. Und hier steht der Fels an. Genau. Warum sag ich, das ist vielleicht gut gekommen bis hierhin. Das ist denkbar. Dass hier, sag ich mal, der Eingang war. Dass du hier rein bist. Es wird dann, ach ja, du bist ja auch übrigens auf einem schönen Ziegel drüber gelatscht. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob der nicht doch alt ist. Legen wir mal zur Seite, wenn er nicht kaputt geht. Na, du hast hier viel so Zeug da. Ganz viel, noch mehr. Es ist massig von dem Zeug. Wahnsinn. Wahnsinn. Das hier ist gut erhalten. Das ist die. Das wird ein Teil vom Eingang gewesen sein. Und jetzt guck dir mal an, wie hoch das der Unterschied ist. Ich würde sagen, hier ist eine Menge wurde aufgeschüttet und alles. Das ist ein komplettes Stockwerk, was fehlt, mindestens. Also da wird noch irgendwas drunter gewesen sein, ja. Da gebe ich dir recht. Ob das jetzt, sag ich mal, später aufgeschüttet wurde, ist eine gute Frage. Kann auch sein, dass die das, sag ich mal, da eingetieft haben, den Turm. Dann hast aber du hier vielleicht eine Verlängerung vom Turm gehabt entsprechend, weil guck dir mal die Mauer an. Ja, die wird da rumgegangen sein. Ich meine, wir können da auch gerne hier nochmal rumgehen. Ich würde rumgehen, Efel, um in die Höhle zu kommen. Ja, also wir können ja dann hier so dann. Genau. Also ich würde jetzt mal hier nochmal innen rum und dann außen rum. Ja, einmal hier kurz noch gucken. Da kommen wir doch wieder runter. Oder auch zum anderen. Hier sieht es aus, irgendwas noch. Oder sie haben scheiße nachgebaut. Nee, das baust du so nicht nach. Das wird echt gewesen sein. Weil da hast du auch, da siehst du die Löcher wieder. Oh. Oh. Hier ein bisschen, da drüben ist eine Maus. Sehr schön. Du siehst diese krasse Baufuge hier auf der Seite. Ja. Die geht bis zu dem letzten Stein rechts. Du hast eine Fuge, die sich durchzieht. Siehst du diese dünne, Schicht dort? Das setzt sich auf der anderen Seite fort. Und darüber ist auf der anderen Seite nochmal was. Weißt du, was richtig lustig wäre? Aber das ist viel zu teuer. Wenn du hier mit dem 3D-Scanner mal alles mal abtasten würdest. Oh, gibt es schon solche Messstationen? Ja, natürlich. Ist mittlerweile in der Archäologie im Einsatz. Ja, genau. Ich glaube, der Wehrgang wird ursprünglich da oben gewesen sein, ja, wo die, oben, die. Aber du hast hier unten auch nochmal auf jeden Fall einen zweiten Gang gehabt. Aber welchen Sinn macht das hier? Hier siehst du auch den behauenen Fels, da geht noch eine alte Mauer, die nicht gesichert wurde. Ja, das wird hier weitergehen. Hier war das Verbindungsstück, das dann quasi zur Mauer hier am Turm lang ging. Okay. Und ja, so dick ist die jetzt nicht mehr. Ja, besonders. Das ist ein halber Meter. Nein, guck dir die Steine an. Ja. Ich glaube nicht, dass der so richtig irgendwie nahe ist. Siehst du auch hier, dass es nachträglich kommt. Ja, das ist nachträglich angesetzt, siehst du hier. Was für mich wenig Sinn macht, stand da ein Turm an der Mauer oder als Teil der Mauer? Ich würde sagen, das war ein Turm an der Mauer. Wenn du siehst, dass die Brüstungshöhe war, würde sich rentieren, weil damit deckst du hier diesen Bereich ab, dass er. Ja, aber du baust doch nicht so. Wieso nicht? Weil jetzt überleg doch mal, dieser Potenz, ach hier siehst du übrigens noch mehr Ziegel, schön. Du siehst, dieser potenzielle Turm fängt ja da rechts an, da links, wo dieses Loch ist. So, und da unten drunter führen diese Steine ja nicht weiter. Normalerweise, wenn da ein Turm steht, stellst du es dahin runter. Fertig, genau. Und das ist nichts. Warum sage ich, das haben sie nachträglich gefunden? Ja, aber wie geht's? 1388
verkauft Ursula von Höllenstein ihren Teil der Burg an Klaus Ungelter, Bürger zu Reutlingen. 1401 dann verkauft Wilhelm Ungelter den oben genannten Teil an Heinrich von Killer, genannt Affenschmalz. 1409 Heinrich von Killer und seine Frau Elsa, die Unreine, verkaufen den vorderen und hinteren Teil der Burg an Wilhelm Schenk von Stauffenberg. 1474 Graf Jos Niklas von Zollern erwirbt die Burg. Und 1534 die Grafen von Fürstenberg erben von den Grafen zu Werdenberg aus Trottelfing Rechts- und Besitzanteile in Städten. Also die Anlage wurde aufgeteilt, war nicht in einer Hand. 1584 die Fürstenberger tauschen mit den Zollern ihre Rechte gegen Röchte in Ringingen. Von diesem Zeitpunkt an gehört Städten ungeteilt zur Grafschaft Zollern. 1585 Graf Eitel Friedrich IV. Von Zollern lässt in Bergfried auf der Burg Höllenstein, wohl wegen Baufälligkeit, wie man annimmt, von Maurergesellen aus dem Bayerischen abbrechen. 1585 kommt die Ruine dann an die Stadt Burladingen, die peu à peu versucht, diese wieder instand zu setzen. Oh. Alter, ist das krass hier drin. Puh, nass. Krasser Scheiß. Ich gehe mal an die Seite, dann noch zu besser. Wenn du da hin möchtest, da hast du noch eine Ausspannung. Ja, da werden. So, shit. Doch, da geht's weiter. Tatsache. Cool, dass du eine Taschenlampe dabei hast. Ich werde mal nach dem Koch. Und leuchte noch mal hin. Nee, wir gehen jetzt nicht weiter. Ah, da, oder? Nein, da ist. Da müssen wir gleich nochmal gucken, weil das Ding wird als Durchgangshöhle beschrieben. Du hast recht. Das muss doch hier ein Durchgang sein. Da müssen wir wahrscheinlich in die Hand gehen. Nix. Das ist korrekt. Das hier ist eine ganz schick normale kleine Höhle. Da ist auch nix. Ja, aber. Ja, Müllreste. Hat ein Knöchelchen. Ja. Und da hinten geht es sogar noch weiter. Spannend, hier siehst du Rußreste. Ja, wir haben Feuer hier gemacht. Ja. Leuchtest du mir mal ganz kurz? Selbstverständlich, Herr Pilz. So, dann wollen wir mal nach. Jetzt sehe ich, ob ich jetzt mal zu. Ich hab das nicht aufgefallen. Hm? Ich hab das nicht aufgefallen. Aber das ist meine Größe gemacht, die Höhle. Sag ich doch. Für kleine Pilzis. Das stimmt. Falls sich jemand beim Betrachten dieses Videos wundert, ich habe nur meine normalen Straßenschuhe an, verdammte Scheiße. Hey Gott! Da nochmal, hier, alles nochmal. Und dann wieder ab nach draußen. Bitte? Und? Was sagen der Herr?
Sofortiges Ende da oben. Die geht ganz klein ein bisschen rein, 2-3 Meter, das war's. Oh no! Wenn wir weiter in die Burg kommen. Jigu. Ja. Ja, ich frage mich gerade, ob da hier auf der anderen Seite nicht früher auch mal was gestanden hat. Guck dir mal die Mauer an. Für mich sieht die komplett. Das ist neu gemacht. Ja, dann wird die restauriert haben. Darum hast du hier auch diese Ziegelbruchstücke mit drin. Obwohl die komisch aussehen. Ich sag halt eher, wir haben Glück. Hier war vielleicht eine Mauer von einem Haus. Und in Wirklichkeit ging es hier noch ein Stück hinter. Und sie haben es falsch interpretiert. Nee. Nee, der Graben, der ist schon echt. Und Frage jetzt, was soll man machen? Willst du da rüber auf dieses Hügelchen? Runter? Okay. Und Pilz, wie hat dir das jetzt gefallen? Ganz gut. Ist gut. Hat es sich gelohnt herzukommen nach Burg Hillenstein? Ja, es ist leider nicht im besten Zustand. Entsprechend muss man darauf achten, die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Der Ausblick ist schön, gerade an der Turmruine. Aber man sieht leider, dass in den 60er, 70er Jahren und auch später Restaurationsarbeiten gemacht wurden, die, wie nenne ich es jetzt höflich, nicht fachmännisch waren. Entsprechend. Du meinst wie gewollt, aber nicht gekonnt? So in dieser Art. Und man muss auch gucken, entsprechend. Aber es ist sehr schön. Es ist ein Grill dort auch und Sitzbänke. Man kann dort schön einen kleinen Ausflug hinmachen für einen Nachmittag oder so. Ist das okay. Sehr nett. Also war das jetzt ein schönes Ziel? Ja, besonders auch unten sind noch ein paar kleine Höhlen. Ich wollte gerade sagen, wie haben dir die Höhlen gefallen? Es gab leider nicht so wie beschrieben eine Durchgangshöhle. Es gibt 2-3 Höhlen, die man betreten kann. Recht nett. 2 kleine, eine größere ein bisschen. Kann man sich angucken, auch für Kinder geeignet. Aber Taschenlampe mitbringen, wie wir gesehen haben, gerade bei der größeren. Auf jeden Fall. Ich hätte es da ein paar Mal hier auf die Nase gelegt. Mich? Ja. Dich? Nö, nur bei der großen beim Runterklettern. Ja. Klein beim Runterklettern. Ja. Die ist vielleicht nicht ganz so kindergeeignet. Ja. Aber ansonsten schöne Wanderwege, man kann, es ist keine Gastronomie oder sowas in der Nähe, entsprechend nehmt euch Verpflegung mit ein bisschen. Ach ja, was in der Nähe ist. Nichts. Doch, Wald und Äcker. Richtig, also richtig schön zum Wandern und ja. Je nachdem, genau, Natur genießen und je nachdem, an welchem Tag ihr unterwegs seid, ist da oben auch Kais auch, wie man so schön sagt. Ne? Wichtiger Tipp noch, festes Schuhwerk. Wie man sieht, die meisten Wege sind nicht befestigt. Also macht's nicht so wie ich. Richtig doof. Und ansonsten kann man hier einen schönen Nachmittag mit verbringen und wenn man ein bisschen auch sich den Parkplatz weiter wegwählt, kann auch wirklich eine schöne Wanderung hierher. Und einen schönen Parkplatz hat. Ja. Kann man schön hierher wandern, den Mittag, Nachmittag genießen und wieder zurück. Okay. Es ist auf jeden Fall eine sehr ruhige Gegend, schön zum Wandern. Wir haben keine Radfahrer, nichts gesehen, keine komischen E-Biker. Die probieren einen über den Haufen zu fahren. Rechnet. Ja. Am Feld entlang. Na dann. Also, dann wünschen wir nochmal viel Spaß beim Schauen des Videos. Ciao, ciao. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder ein Like da. Wir würden uns freuen. Danke. Guck mal, da ist ein Fähnchen oben. Bien, die ist doch gut.